Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, heute möchte ich euch ganz gerne von Jessie Kirby, Offline ist es nass, wenn es regnet. Das Ganze ist im Löwe Verlag erschienen und hat von mir 4 Sterne bekommen. Und ich muss sagen, lest es. Lest dieses Buch, es wird einen, positiv verändern. Ja, hier haben wir die fast 18-jährige Mary. Ja, wir haben die 18 Jahre alte Mary hier, die zu ihrem Geburtstag einen Wanderrucksack geschenkt bekommt mit Wanderschuhen und das alles, was man zum Wandern braucht. Und sie muss, sie entscheidet loszulaufen, um auch von ihrem Social Media Leben zu fliehen. Ja, das so mal ein bisschen angerissen jetzt und steht auch hier drin, von heute auf morgen tauscht sie Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, Reis und Flüsse und Blasen an den Füßen, aber auch gegen Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch, warmherzige Begegnungen und mutigen Entscheidungen, denn der Yosemite verändert jeden. Also ist es auch wirklich so, ja, er verändert wirklich einen. Bei Offline, jetzt fehlt mir die Sprache, ist es halt, wie gesagt, also die Marie, die findet nach ihrem Geburtstag diesen Wanderrucksack. Und sie erkennt auch sehr schnell, welcher Wanderrucksack es ist. Und es ist der Wanderrucksack von ihrer Cousine Brie. Und dieses Trail-Tagebuch ist auch von ihrer Cousine. Und sie begibt sich halt doch auf diesen Weg, weil sie sich halt auch gerne selbst finden möchte. Und um auch Bries Wunsch irgendwo in Erfüllung gehen zu lassen, weil Brie lernt man am Anfang kennen, wo sie gerade, lass mich lügen, 10 Jahre alt gewesen sind. Die beiden haben nämlich auch am gleichen Tag Geburtstag, aber 2 Monate vor ihrem 18. Geburtstag hat leider Brie einen Unfall und kann diesen Yosemite-Nationalpark-Trip leider nicht antreten. Das ist kein Spoiler, das wird sehr schnell klar. Am Anfang. Und wie gesagt, also Marie steht vor ihrer Entscheidung, macht es nicht. Und sie macht es halt wirklich. Und was sie da erlebt und all dem, also es ist sehr berührend. Manchmal habe ich auch gedacht, also dir schieße ich gleich vom Kopf. Aber ich habe dann auch gedacht, versetz dich mal selbst in ihre Lage. Also wenn du jetzt komplett auf einmal Social Media und all dem, kein Kontakt im Moment zur Außenwelt oder so hast, dann hast du auch manchmal so, drehst du doch lieber um oder gehst du doch weiter. Also man merkt halt doch schon ein bisschen, das waren, ja, in einigen Sinnen doch die Person dann verstehen kann. Aber was mit Marie in dieser Zeit passiert, wie sie sich verändert und all dem, ist halt auch sehr, sehr schön. Am Ende steht der allerletzte Satz, den will ich euch aber auch nicht, will ich nicht vorlesen, aber dieser allerletzte Satz, der hat mich irgendwie so sehr bewegt, also wo man dann auch sagt, okay, man muss es anpacken, um überhaupt was zu schaffen. Sonst bleibt man ständig in seinem kleinen Schneckenhäuschen und schafft wirklich nichts. Ja, und ich muss auch sagen, es hat mich wirklich an einigen Stellen wirklich auch zum Umdenken gebracht, wo ich dann so denke, ja, eigentlich müsste man wirklich mehr aus dem Leben machen und nicht einfach nur zu schon in den Tag hineinleben, aber man sollte auch sagen, okay, ich mache was aus meinem Leben und nicht nur so zu Hause rumsitzen, den Alltag einfach über sich ergehen lassen. Das ist halt so,
Das braucht man nicht. Man kann mal was erleben. Man kann halt auch sagen, okay, scheiß drauf, auch wenn morgen die Welt untergehen sollte, ich mach das heute. Ja, das ist halt jetzt in diesem Buch, was die Jessie Kirby halt geschrieben hat. Und ich denke mal, einige, die das auch sehr gut empfunden haben, sind auch der Meinung, dass das Buch einen wirklich verändert hat oder verändern kann. Und ja, es ist halt so, man kennt sich selbst am besten. Also ich würde auch so sagen, ach Mensch, ich war früher fußfaul, jetzt bin ich eigentlich auch ein bisschen eher fußfaul. Aber wenn es geht, kann ich auch laufen. Wenn es geht, kann ich auch den Weg gehen, den ich gehen möchte. Ich muss nur mich darin festbeißen und all dem. Und das zeigt eben dieses Buch. Aber was man nicht vergessen darf, man soll auch ja, irgendwie trotzdem den Weg genießen. Und was hat sie dann noch drin stehen? Ich finde diese kleinen Karikaturen immer so toll. Ja, genieße den Weg, bevor du richtig herausgefordert wirst. Gewöhne dich an den Trail, bleib locker. Okay, das waren jetzt so ein bisschen Trail-Weisheiten. Aber diese Dinger, die fand ich richtig toll. Also, diese kleinen Karikaturen so gesehen. Also, es sind nicht direkt Karikaturen, aber so Zeichnungen. Das Leben ist so kurz, um jeden Tag im gleichen Haus aufzuwachen, jeden Tag dieselben Leute zu sehen und immer das Gleiche zu tun. Meine Zeit ist begrenzt und ich will keine Sekunde verschwenden. Ich will alles sehen und im Leben anderer etwas bewirken und ich will glücklich sein. Also, es bewegt wirklich einen ganz, ganz sehr, finde ich. Ich glaube, jetzt habe ich auch über dieses Buch wirklich am längsten geschwärmt und am längsten gesprochen. Ja. Ich werde jetzt auch hier Schluss machen und ich weiß nicht, irgendwie animiert mich das Buch irgendwann nochmal von vorne zu lesen, nochmal anzufangen, weil es einfach so Spaß gemacht hat, einfach Marie nochmal, also Marie überhaupt kennenzulernen und zu lesen und ja. Und von dem Ende gar nicht zu sprechen. Ich habe ja schon mal gesagt, also ein offenes Ende mag ich nicht so, aber irgendwie, es ist hier ein offenes Ende, aber auch irgendwie nicht. Es ist abgeschlossen und man kann sich über die Charaktere im Nachhinein selbst Gedanken machen, wie es weitergeht oder so. Ich glaube, ich rede einfach zu viel. Ich sage jetzt hier Tschüssi und bis demnächst. Ciao.